So, dann müssen wir. Warm. Warm? Was warm? Warm, warm. Nee, ich überlege hier gerade wegen Energieerzeugung, wo halt eine warme Quelle hin muss und wo eine kalte hin muss. So. Sind schon ein paar Plutoniumbahnen, die jetzt hier drauf gehen. Hast du manchmal? Nein. Trank ohne Wasser hatten, hab ich auch. Auch gut. So, haben wir eine warme Seite. Jetzt brauchen wir Packeis. Bin ich froh, dass ich mir damals die Spitzhacke, die Diamantspitzhacke mit Sigdatsch gebaut habe. Jedes Mal, wenn du hier mit Packeis verbaust. Ja, Silk Dutch. Dutch. Sonst kriegst du das ja nicht ganz wieder. Silk Dutch. Sonst kriegst du das ja nicht intakt wieder ab. Kriegst du sonst nur Wasser raus, ne? Ich weiß nicht, ob das sogar komplett kaputt geht. Oder Eis bei raus kriegst du oder sowas. Aber Eis kommt da raus. Weil du kannst ja auch, also das Packeis, was ich hier habe, ist ja alles hergestellt. Aber du kannst auch Packeis in der Welt finden. Das ging ja sogar schon im normalen Minecraft. Ist halt nicht, für was man Packeis gebraucht hat. Früher hast du gedacht, alter Fett, ich habe jetzt Ich habe mir ein Iglu gebaut zum Beispiel. einen Trichter an meinem letzten Ofen gehangen. Oder an den Ofen gehangen. Das wird jetzt automatisch rausgelutscht. Ich bin jetzt irgendwie zerhellt. Oder halt, so einen Ofen halt mit Trichtern befüllt. Das ist ja nur noch, ja, halt früher mein automatischer Ofen. Stolz wie Bolle. Wie der automatische Ofen funktioniert hat. Kohle und Mit. Dingsbums, ja. Ja, dass du halt alles oben in die Kiste gehauen hast und es kam verarbeitet wieder in einer anderen Kiste raus, auf derselben Ebene. Das Runter ist ja kein Problem mit Trichtern, aber das Hoch immer, diese Redstone-Schaltkreise. Und dann ist es ja so, ein einfacher Ofen, also ein einzelner, ist ja kein Problem. Da gibt es ja Tutorials ohne Ende. Aber nee, es mussten ja immer mindestens vier Öfen da dran hängen, weil es sollte ja schnell gehen. Es durfte ja keine Zeit kosten. Ja hunderte Stunden an einem Vier-Seiten-Hof gebaut, aus Ziegelstein. Aber wenn du was in den Ofen wirfst, dann muss es instant fertig sein. So, wie viel habe ich denn jetzt hier? Sagen wir das doch, dass ich hier Schaufeln einstecken habe. Meine Fresse. Ey. Ja, Ich bitte. will doch einfach nur, ich will einfach nur zählen. Sieht schon krass aus mit den Generatoren hier.
Vor allem ist es schon mal wieder ein Bauwerk, was du für Kader kennst. Ja, das ist ja quasi Standard bei uns. So mit Oma. Muss ich euch einen Wechsel angehen mit warm kalt. So kalt hin, muss warm. Wie ist das eigentlich mit den Algen? Kommen die wieder oder wie ist das immer? Was für Algen? Eine Algen halt. Wenn ich die Unter Wasser unter jetzt. Wasser wegbaue, kommt da was wieder oder? Nee, eigentlich nicht, oder? Ist halt nicht. Weiß nicht, ob das sich verhält wie hier die Pflanzen oben, also wie das Gras. Cyanid. War sogar ein kleinerer Schadensschluss. So, stellen wir mal wieder Plutonium her. Funktionierst du hier noch? Wie du sollst. Ich hoffe, dass der Laserbohrer noch funktioniert. Erz. Erz. Kam gerade ein Eisenerz dazu. Der macht also noch was. Steinbruch arbeitet auch noch, so wie es aussieht, auch alle Bäder. Von der Geschwindigkeit her. Jetzt findest du. Mein Trank ist abgelaufen. Geist. Was hast du für Dank? Ach so. Trank der Nachtsicht. Weil ich Diamanthelm aufgehabt habe mit. Oder Diamanthelm auf habe mit Wasseratmung. Willst du mich verarschen? Ach ne, gut. Check. Eigentlich nicht. Galenes. Siehst du, ich brauche Galenes brauche Eis. Von Eis haben wir genug. Und dann brauche ich einen Tank. Mit Galenen Kryotherm. Ach, ich brauche noch ein Rohr. Oder? Nee. Müsste so gehen. Langsam springen. Fluffigkeitstransposer. Magmatiegel. Fluffigkeitstransposer. Ist der echt Einmal. Fluffigkeitstransposer? Nein, Flüssigkeits. So, einmal Galenes Kryotherum füllen. Einmal raus und einmal Packeis rein. Ich mach mir mein eigenes Packeis. 1, 2, 3, 1, 2. Oh, gerade nicht. Eigentlich total geil. Könnte man natürlich auch automatisieren. Aber ich hoffe ja, dass wenn ich diesmal mit dem Thermogenerator fertig bin, dass das dann wirklich mal der letzte ist. Liegt da wirklich dran. Ja, also ich hoffe's. Ich habe ja schon ein paar gebaut. Sieht voll lustig aus hier mit Trank der Nacht zwischen oder Wasser. Hat irgendwas. Siehst du aber halt viel, ne? Das ist alles, da haben wir. Auch schon.
So, ich brauche Sand. Kiesgrube waren. Was? Kiesgrube? Wenn Sand brauchst. Die haben dort so viel, die verkaufen das sogar. Oh, diese ganzen schönen RF, die hier in dem Kabel stecken. Das Kabel zur Klappe. Die gute Ender-IO-Leitung. Ich hab Standbild. Hat's reicht. Ja, muss ja immer mal ein bisschen ja. Das Server ist manchmal nicht so der stabilste. Komm, wir haben schon lange keine Probleme mehr gehabt. Ja, das stimmt. Das liegt aber daran. Kannst nicht immer nur das Schlechte sehen. In letzter Zeit hat er sich benommen. Was ist denn hier los? Portet hier auf meinem Reaktor in Enderman rum. Ärgert mich. Kannst du dich noch an die Luftfalle in der Hölle erinnern, die ich auf unserem alten Server gebaut habe? Ja, da war was, aber ich kann dir jetzt nicht mehr so. Ich kann es dir jetzt nicht mehr im Detail erklären. Warum? Weißt du, wie einfach die gewesen wäre mit dieser Bauhilfe? Ach, jetzt weiß ich, welche du meinst. Ja, die riesige, Die unter oder über der Hölle, ne? Über der Hölle. Über der Hölle. Aber ey, was da für Stunden drin gesteckt haben und Blöcke. Vor allem Zeit. Also die Kuppel hat einen Durchmesser von 25, ne? So. Die Kuppel von der Mobfarm, dazu mal über der Hölle, hat einen Durchmesser von 74. Von Hand gebaut. Vor allem, warum weißt du das noch? Weil ich das sehr lange gezählt habe. Das war wirklich irre. Hansi hat mal gebaut und gebaut und gebaut. Und irgendwann sagte sie zu mir: Willst du eigentlich mal gucken kommen? Und dann habe ich mir einfach nur gedacht: Junge, Was denn? such dir ein Hobby. Nee, war schon geil. Du war halt nur effektiv so. Die war effektiv wie Sau, aber konnte man sie damals nutzen? Inwiefern nutzen? Naja, hat die so viel Sinn gemacht wie jetzt zum Beispiel? Naja, hast halt Level gekriegt. Das war halt dazu mal schnell einfach Level. Bist ja in das Ding näher gegangen, hast mit einem Pfeil auf so einen Zombie-Pigment geschossen. Da werden die ja alle getriggert. Dadurch, dass du über der Hölle bist, spawnt nichts weiter. Wenn du die Decke nicht zu hoch gesetzt hast, da kommt nämlich auch kein Gas. Und ja, dann sind die halt runtergefallen, Geht die Party ab. sind in den Crusher gestorben und die XP kam mit einem nach Redstone gesteuerten Mechanismus wieder nach oben. Also mit Kolben Schleimblock sind die XP wieder nach oben geschossen worden. Ja, die war schon da. Kann man nichts sagen, ne? Ja, die war halt massiv Teuer? aufwendig. Wie lange brauchen wir hier eigentlich noch? Bisschen. Sag mal so ein bisschen.
Ich bin gerade nicht so spannend wie ich hier. Sand, Sand, Sand setze. Nicht? Kann man sich so spannend vorstellen. Ich muss mal kurz hier Schuss fahren. Ah, nein, 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 nein. Ah. Ich musste mal kurz was von Hand craften. Weil wenn ich Kryotheum automatisch zu automatisch im ME-System bestelle, funktioniert das zwar auch super, aber wenn hier das Kryotheum im ME-System ist, wird das automatisch rausgelutscht und geht in die Verarbeitung und dann verarbeitet sich das mit Zinnober, Erz zu Zinnober. Läuft nämlich. Also ich wollte auf jeden Fall nochmal fix hier den Reaktor soweit fertig bauen. Und übrigens steht hier mein Reaktor genau in so einem Spawnpunkt von so einer Made. So Nomade. Ja, weil da, wo ich die vorhin gefangen habe, ist jetzt schon wieder inne. Du hast Maden im Reaktor. Das würde mir zu denken geben. Schon vorhin gesagt, 18. 18 was? 18 Generatoren. Schnitt. Ich glaube, ne, also 18 rein. Natürlich. Sind es geworden. Freilassen, freimachen, freilassen. Mal ein Indikator, dass der größer wird, wie der alte war, ist, dass ich hier freiweg am Packeis herstellen bin und am Pluto, also Plutonium jetzt auch schon wieder brauche und noch nicht mal ansatzweise fertig bin. Was ist daran so gut? Und das ist ein gutes Zeichen, dass es auch größer wird. Achso. Sonst nichts. Oder so größer wird. Das ist mal gewöhnt. Und ich mich halt gerade ärgere, dass ich das nicht vorhin schon angemacht habe. Plutoniumherstellung. Ich spuck Ich gerade will das. mein Iglu voll Kann ja Sand. dann. Dein Iglu. Ja. So, ich glaube. Ich glaube, ich habe alles verbunden. Cool. Drin. Muss ich mal kurz rechnen. Okay, so wie ich ihn jetzt aufgebaut habe, sollte der 6480 RF ausspucken. Nix und. Macht er das denn, oder? Da ist noch ein Kabel dran. So, das bedeutet, wenn ich das zweimal mache, weil da muss ja eigentlich genau noch mal drüber. 12,8. Nein. 12.960. Du hast gerade gesagt 6.400. 80. Ja, ist ja gut. Ja, ey, erzählt mir hier jemand, der eine Mobform im Durchmesser von 74 gebaut hat vor 10 Jahren und das immer noch ist. Jahre haben wir keine 10. Denkst du länger? Ich denke nicht so lange. Ey, wir sind alt. Danke.
Erst mobbt mich das Spiel, jetzt mobbt mich er. Ich hab gesagt, wir, nicht du. Ja, nee, ist klar. Wobei, ja, du bist schon alt, aber. Alter Finne. So, jetzt brauche ich eigentlich 3 Millionen Kabel. Ich hätte das so gerne eigentlich mit dem Immersive Engineerings Kabel gemacht. Aber die wollen ja nicht. Auf der Karte sieht es natürlich geil aus. Ist dann eigentlich, da muss ich unbedingt ein Dach aus Carpenterblöcken drauf machen. Komplett. Dass das für die Karte durchsichtig bleibt. Dass du auf der Karte dann die Konstruktion unten drunter siehst. Hier kommt immer noch Stuff. Ich räume hier erstmal was ein. Das ist natürlich für meine Batterie gerade der absolute Knüller. Ich habe noch 2400 Input. Jetzt wo mal Beta-Generatoren laufen. Beta-Steinbrüche laufen. Ist das sehr gut. Sonst ist das schon irgendwie nervig. Schon wieder dunkel. Ist wieder Schlafmodus. Ja, aktuell geht's noch. Ich habe einen Creeper hier oben gesehen. Aber jetzt steht die Überrüstung, weißt du, dann. Das ist ja nicht das Schlimme, dass ich Angst habe, dass ich sterbe, aber es nervt halt, wenn du aller Furz lang auf dein Dings gehen musst. Schwert wechseln musst. Am schlimmsten sind Skelette. Wo ich am Anfang echt überlegt habe, ob wir Ogre aus dem System nehmen. Wir haben jetzt Skelette echt am liebsten. Ja. Gerade im Deep Dark haben die eine Schussfrequenz, das ist Hammer. Ja. Und wie vorhin, wo ich den Steinbruch jetzt gerade aufgebaut habe, wirst du halt 15 Mal von so einem dämlichen Skelett angeschossen. Und verrutscht halt dann jedes Mal, wenn du die Koordinate nicht gemerkt hast. Wenn du die Koordinate nicht gemerkt hast, stehst du da. So, also das sollte ja definitiv reichen. Brauche ich mir ja noch keinen Kopf machen, dass ja die Leitungen nicht damit klarkommen. 18, ja 9 und 9, ne? 6, 8, 9. Das ist hier die Mitte. Ich versuche aber auch immer im Dunkeln hier auszuzählen, wie viel es sind. 2, 4, 6, 8, 9, ja. Das ist die Mitte. Ich sehe nichts. Ja, es sieht langsam wie die Kuppel aus. Vor allem dann kommt hier dieses Geräusch, ne, wie das Skelett auf dich schießt. Drehst dich rum, guckst nach dem Skelett und dann steht da so ein dämliches Skelett vor dir. Mit einem Hut als Geschenk auf. Wirst du rasslich. Aber Enderkabel mit dem Baumeisterstab setzen wäre auch geil. Weil? No, schneller geht. Jetzt im Ernst? Sind die Kabel jetzt wirklich alle? Alter, was habe ich getan? Was? Irgendwie habe ich ziemlich viele Kabel verballert. Ich habe jetzt gerade hier oben zwei Stacks Kabel. Energiekabel in den Reaktor reingezogen und es hat nicht gereicht. Läuft bei dir?
Also nicht mal im Ansatz reicht. Ja, du hast kein Eis mehr oder was? Packeis herstellen, ja. Ich will nicht mehr. Warum nicht? Na, sonst ist es langweilig. Komm. 1, 2, 3. 3. Ja, hast du einen anderen Plan, was du noch so vorhaben könntest? Hast du denn eigentlich von deinem Drakonik schon alles gebaut, was du brauchst? Brauche ich mehr Widerstände. Ja, dann Wither. Kannst du knicken? Was kann ich knicken? Ah. Dass ich mir das Wetter baue. Ich reiße jetzt meine Bude ab. Komplett. Na, mein Gebilde hier, mein Ach Iglo-Gedöns. so. Ich will sehen, ich will sehen. Warte, ich bringe auch ein bisschen was mit. Da können wir mal bei dir drüben irgendwo auf der Wiese oder so 10 Wither spawnen. Ich habe im Übrigen auch Wiese? noch. Naja, irgendwo hier draußen halt. Ich dachte, dein Haus ist eine Witherbox. Einfach im Haus drin ist eiskalt spawnen. So, ich habe die Schaufel, jetzt den Sand hier soll ich wegbauen. Nein! Der Sand ist entscheidend. Du brauchst eine Spitzhacke. Oder ein Hammer. Hammer wird auch gehen. Draconic Evolution bräuchtest du jetzt hier in Dings. Die Spitzhacke. Wo bist denn du? Gerade unten drunter. Komm mal hoch. Warum? Oder hast du Helm mit Nachtsicht auf? Ja. Ist mir wahr. Hast du Uhr gekriegt? Ja, hab ich auch gekriegt. Check. Da sieht das Wasser nämlich unten ziemlich nice aus. Naja, ich muss trotzdem Nachtsicht vom Helm anmachen. Sonst bringt's das nicht. Also sonst ist es trotzdem dunkel. Also hast du nicht gekriegt. Ja, doch. Ach so. Es ist wahrscheinlich wieder weggegangen, als ich meinen Helm betätigt habe und meinen Helm ausgemacht habe. Also, wenn ich jetzt meinen Helm anmache, steht da Nachtsicht 5 Minuten 23. Das müsste der Tag sein. Ja. Ich habe auch dieses Flimmern hier. Dieses Nervige. Gewöhnst du dran. Ja, genau. Helf ein bisschen mit. Merci. Aber eigentlich cool. Vor allem gute Idee. Na, wenn du das Ding unter Wasser baust, ist halt blöd, weil hoch, runter, hoch, runter. Ich meine, gut, ich habe mittlerweile auch so viele Tränke, die unter Wasser atmen, aber so ist halt einfacher. Ja. Ich habe gar schon geguckt, ob. Nee, sieht nicht so aus. Was denn? Naja, wäre blöd gewesen, wäre da jetzt eine Alge oder so gewesen. Dann wären die Sandpiller ja alle hops gegangen. Aber wie sich gleich die Korallen drauf bilden, krass. Schon mal hier Werkzeug. Mal hier einen großen Pillar rausholen.
mal mit ohne Wasser gehen. Nix. So, ab und zu mal hochgehen und Luft holen. Das bin mir nicht so oft. Das Luft holen muss. Ja. Ich habe auf den Diamanthelm dazu mal die Wasseraffinität oder sowas. Wasseraffinität und Atmung gemacht, ja. Also Wasseraffinität ist ja, dass du unter Wasser genauso arbeiten kannst, ne? Ist schon. Ja, ja. Also die ins Wasser und ja, Atmung macht Sinn, dass das Atmen unter Wasser ist. Also dass du länger Luft anhalten kannst. Na liegend. Hier in der Mitte ist ein Erdblock, das war wegen der Mitte, ja. Ja. Krasser Scheiß. Das ist krass, wenn du tagsüber machst die Nachtsicht aus, guckst du aufs Wasser, siehst eine Wasseroberfläche, Nachtsicht an, siehst du die Kuppel. Hier drüben. Ach, das war nicht von dir, ja. Vermutlich. Oder doch, du hast unten ein bisschen zu wenig ausgegraben. Was? Der Seite hier hast du zu wenig ausgegraben. Nee, das ist ja die. Das ist die Umwandlung, die ich ringsherum gesetzt habe, damit ich weiß, wo mein. Achso. Wo ich ausgraben muss. So, und jetzt setzt du das alles immer mit Glas voll, oder was? Jetzt sitze ich da in der Theorie einmal komplett Glas ringsherum, ja. So, und dann habe ich ein Iglu unter Wasser. Mit Carpenterblöcken, oder was? Dass es schön rund ist. Ja. Giss es. Nee. Nee, aber geil. Auch eine coole Idee. Vor allem, weil das hier genau an der Klippe sitzt, das ist auch geil. Ja, sieht halt noch ein bisschen abgehackt aus. Obwohl. Ja. Na, wobei, hier würde ich fast sagen: Hier kannst du dann das Glas noch so ein bisschen nach unten, dass man da vielleicht so in die Schlucht reingucken kann.